Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, die Pferderanch. Und ja, in der letzten Folge hat der Orange noch so ein paar Wettbewerbe mitgemacht. Ich glaube einen nur. Ich wollte zwar noch einen machen, aber dann haben wir einen Ausritt nochmal gemacht. Wir haben den ersten Platz im Westernreiten bestritten. Das nennt man doch so, oder? Ja. Auf jeden Fall hat das super geklappt. Und wir sind schon Stufe 8 von der Reitfähigkeit. Bijou ist auch ganz gut dabei, glaube ich. Da können wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Das ist vielleicht die Springfähigkeit, dann können wir auch vielleicht irgendwann auch mal ein Springreiten mitmachen. Also, das ist alles geplant. So, den Rest kannst du dir da in den Kühlschrank schieben. Tagesaufgabe abgeschlossen, aufräumen. Und dann kannst du auch deinen verdienten Schlaf, weil der Salim hat ja jetzt wieder fleißig Nektar hergestellt, der hier am Reifen ist. Da werde ich nochmal reingucken. Es ist immer noch alles moderat. Bin ich mal gespannt, wer der Erste sein wird, der dann fein gereift ist. Was hast du denn hier drin? Was möchtest du mir denn? Wir haben 39 Pferdemist, ey, zum Verdüngen. Richtig gut. Da könnte man eigentlich das komplette Ding hier mal düngen. So, jetzt lass ich mal ein bisschen vorspulen. Du bist schon wach. Aber dich habe ich auch als Erstes ins Bett geschickt. Oh, du bist ja traurig. Warum bist du denn traurig? Müsegang. Hat sich einge... Nix herzustellen, wegen Hersteller. Ach so. Ja, es tut mir leid. Wir haben uns da jetzt nicht so arg drum gekümmert. Aber ich meine, wir müssen auch im Moment gar nichts herstellen. Also von daher, alles gut, ne? Vielleicht sollte ich dir das mal wegnehmen. Damit du dann nicht so arg traurig drüber bist. So, aber dann kannst du dich doch erstmal um deinen Hunger kümmern. Da müssen wir mal gucken. Ja, hier ist wieder schmutzig. Da ist noch nichts schmutzig. Was essen wir denn heute? Cäsarsalat steht auf der Tageskarte zum Frühstück. Was haben wir denn überhaupt im Kühlschrank? Müssen wir mal gucken. Wir haben so viel. Also zu essen haben die eigentlich richtig viel, ne? Und es wird ja nicht schlecht. Wie geil. Ja, also eigentlich müsste ich gar nicht was Neues machen. Die essen sich hier. Also das ist eigentlich noch soweit in Ordnung. Sehr schön. Ja, wie wäre es denn, wenn man das dann auch mal sauber macht? Warum muss ich euch das denn sagen? Hm? Also manchmal sind die doch ziemlich komisch. Automatischer Seifenspender. Selbstreinigung. Wäre natürlich auch eine Idee, das zu verbessern. Ich weiß nicht. Ah, dir fehlen immer die Teile. Aber ich meine, wir hätten auch dem Havea die Sachen alle da ins Inventar geschoben. Von daher, die sind auch noch am Schlafen. Aber dann kannst du doch schon mal den Stellplatz hier sauber machen. Umziehen musst du dich da nicht, ne? Oh Mann, ey. Soll ich dir mal vielleicht einen anderen Schlafanzug mal anziehen, ha? Wenn du mit dem auch in den Stall gehst. Gut. Ist denn von euch jemand schon wach? Seid ihr
Schon bereit? Nö, ne. Ich lasse die Kleinen auch noch schlafen. Du gehst direkt an den Computer, ist ja schön. Nee, das mag ich eigentlich nicht. Deswegen, du machst dich jetzt immer fertig, damit wir hier auch vielleicht. Ah, wir müssen das erst reparieren. Ja, dann solltest du das mal machen. Wir müssen ja. Oder. Nee, weißt du was? Während du die Sachen hier machst, kannst du dich darum mal kümmern. In der Zwischenzeit schiebe ich dir mal die ganze Kacke hier in das Inventar. So, wie wäre es, wenn man hier das ja auch mal erntet? Weißt du, er kümmert sich immer so schön hier drinnen um den Garten und draußen. Nö, keine Lust. Hast du denn noch mittlerweile noch eine Schnitterblume geerntet? Ich habe auch keine gesehen. Aber ich denke mal, ja, das wird schon. Schon wieder Pferdemist. So, das ist repariert. Wo ist Bijou? Bijou ist da. Aufsteigen. So, Salim lasse ich noch ein bisschen schlafen. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du da fertig bist, könntest du eigentlich hier noch alles ernten und alles gießen. Und düngen kannst du die Pflanze ja vielleicht auch mal. Vielleicht wird das ja noch eine schöne Müllpflanze. Ah ja, außerdem müssen wir ja gucken, dass wir uns um diese beiden Schnuckelchen hier kümmern. Damit die auch richtig gut versorgt sind. Okay, du sitzt. Sehr schön. Dann können wir ja hier schon mal ein bisschen noch üben. Also noch eine Stange würde ich jetzt nicht draufpacken, weil wir haben ja noch nicht das richtige Level dafür. Ja, weißt du, sie ist ja Stufe 1 irgendwie oder 2 im Sprungreit Gedöns. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber lange dauert das ja nicht. Ihr arbeitet da einfach so lange, bis halt die Stange wieder links ist. Hier drüben können wir auch mit den Fässern üben. Irgendwo war doch auch noch Hindernis oder sowas. Meine ich mal gesehen zu haben. Können aber auch nur. Können eigentlich auch die Fässer nur gewesen sein. Ach, warte mal, hier. Da könnten wir doch auch als nächstes üben. Wenn wir unsere Dings hier kaputt gemacht haben, dann können wir darüber wechseln. Sims kann mit Bijou jetzt über das Springen reden. Zudem erbringt Bijou bei der Verwendung von Sprunghindernissen nun eine etwas bessere Leistung. Sehr schön. Erbringt. Habe ich erbringt vorgelesen? Keine Ahnung. So, sehr schön. Müllpflanze ist auch gepflegt. Oh, ich glaube. Ah ne, die haben ja immer diese Schmetterlinge oder so. So, wie lange brauchst du denn noch? 5 Stunden musst du erst bei der Arbeit sein. Weißt du was? Dann stehst du jetzt mal auf. Machst du deine tägliche Morgenroutine und dann kannst du vielleicht noch einen Nektar herstellen. Bärennektar. Hast du noch Nektar im Inventar? Nicht, dass ich den vergessen habe. So. Moderat, 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 moderat. Ich habe gelesen, es braucht auch 8 Tage. Irgendwie, dass die komplett durchgereift sind. Also von daher kann das noch ein bisschen dauern. Es müsste jetzt mittlerweile nur noch 3 Tage sein. 3 Tage, oh Mann, endlich. Wir kennen ja schon eigentlich Eldorado. Ne, Colorado. Kennen wir ja schon seit
Ja. Yum. Smishy. Wish. Seit diesem Szenario, das wir mit Salim gemacht haben. So, wie sieht's aus? Ah, kaputt gemacht. Nö, kein Problem. Bist du eingeschlafen? Warum bist du eingeschlafen? So, dann werden wir mal um Trainingsfeedback bitten. Ganz ruhig. Muss auch nicht traurig sein. Bijou hat Orange ein paar äußerst hilfreiche Hinweise gegeben. Die meisten davon kamen natürlich Bijou zugute. Aber wer kann so einem süßen Pferd schon einen Vorwurf machen? Ja, sie ist auf jeden Fall ein süßes Pferd. Muss doch jetzt nicht traurig sein. Gehen einfach hier drüben hin. Zum Reiten. Sag mal. Intensiv. Ja, komm. Wir werden jetzt mal intensiv trainieren gehen. Na, hopp. In der Zwischenzeit kannst du dann gleich das Sprunghindernis reparieren. So, was haben wir hier? Du bist doch noch nicht fertig. Guck mal, du kannst auch noch nektern. Nur halt zu strapazieren dürfen wir ihn halt nicht, dass er halt für die Arbeit noch richtig locker flockig ist. Eingefärscht. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, dass du an der frischen Luft mal ein Bild malst oder so. Da ist noch keine Schnitterblume dran. Nee. Alle gießen, ja, bitte alle gießen. So, da gucken wir mal. So, dann gucke ich mir mal. Hunger ist in Ordnung. Alles ist noch ausgezeichnet. Ich finde das Outfit von Bijou finde ich einfach richtig süß. Die Farbe passt irgendwie zu ihrem Fell. Das ist richtig cool. Vielleicht können wir da auch mal was anderes. Oh, hat das nicht geklappt? Habt ihr das? Ja, dann könnt ihr das hier noch kaputt machen. Komm, hopp. Es sind doch noch genügend Hindernisse da. Außerdem haben wir immer jemanden, der das dann hinterher reparieren kann. Richtig gut, ne? So. In einer Stunde muss er bei der Arbeit sein. Ausgezeichnete Arbeit, sehr schön. So, warte mal, ich muss mal überprüfen. Ja, er hat's gegossen. So, das da werden wir mal. Oh, guck mal, da musst du mal eigentlich mal jäten. Hier, alles jäten. So, ein bisschen aufmuntern. Umarmen. Bijou hat eine gute Schnauze, um sich daran auszuholen. Orange fühlt sich jetzt besser. Sehr schön. Doch alles kein Problem. Guck mal, da kommt er doch schon angelaufen, der Retter. Und macht das Hindernis jetzt wieder komplett. Wie siehst du denn? Ja, an sich sehen deine Bedürfnisse eigentlich noch ganz gut aus. Da könnten wir doch eigentlich. Sag mal, warum bist du denn traurig, So, wir könnten eigentlich auch noch einen Ausritt machen. Dann
Dann tun wir noch deine Ausdauer trainieren. Wie sieht das denn überhaupt aus im Moment? Ja, Springen haben wir schon ein bisschen, sind wir schon 70%, das wäre ja dann Stufe 3 werden, Ausdauer. Also ich hätte das schon gerne beides auf 4-mal geschafft. Und dann Nahab. Wunderschön. Salim ist bei der Arbeit. Er reitet aus. Ach ja, wunderschön. Da bin ich mal gespannt. Also ich freue mich ja tatsächlich, wenn die Fohlen dann größer werden, dass der Orange sich dann damit mit den beiden auch noch beschäftigen kann, dass wir mit denen Turniere machen, vielleicht mal ausreiten, vielleicht werden die anderen beiden sich auch mal, was das betrifft, weiterbilden. So, dann gucke ich mal, was wir mit dir eigentlich so anstellen. Genau, erstmal aufs Klo gehen. Das ist doch schon mal eine sehr gute Idee, dass du das schon mal machst. Sims können jetzt mit Bijou über das Reiten reden. Sehr schön. So, duschen kannst du auch mal. Dann habe ich gesehen, kann man das hier mal säubern. Muss man den eigentlich auch mal säubern? Im Moment steht da nichts dabei. Klar, das können wir hier in die Dings packen. Auf jeden Fall ist erstmal alles gut, ne? Können schon wieder alles ernten. Aber er mag ja Gartenarbeit und ich mag halt nicht, wenn er da schon wieder dann rumjammert und sagt, ich habe mich nur mit Dingen beschäftigt, die mich eigentlich stressen. Warum fühlst du dich unwohl? Was ist los mit dir? Nee, nee, nee. Da müssen wir eingreifen. Warum hast du Hunger? Mit Flasche füttern. Halskrausen. Ja, Halskrausen. Stand da, ne? Was ist los? Du stirbst doch jetzt nicht, oder? Also, ich will nicht, dass du mir weggenommen wirst und wahrscheinlich am besten noch alle Pferde, ne? Nee, nee, nee. So geht's nicht. Hungergut. Energie mangelhaft. Warte mal. Müssen wir mal gucken. Da ist der kleine Mann. Hier. Bitte hier hinkommen. Ah, warte mal. Wieso ist sie dann ausgegraut? Dieses Pferd wird derzeit geritten. Ach so. Ja, okay. Dann ist ja typisch. Also ist ja logisch, dass. Warum bist du so schräg? Warum sind die denn alle so müde, oder? Kommt das mir so vor? Oh, guck mal, ein Fahrrad. Ein Radl. Und wem ist denn das Radl? Können wir das einfach mitnehmen? Nee. Dieses Objekt gehört Orange nicht. Ich dachte so. Ja, das Objekt gehört. Oh, guck mal, da ist noch jemand. Oh, wer bist du denn? Sehr hübsch. Don Guzman. Warte mal. Warum können wir denn nicht mal. Das wäre doch geil, wenn wir eine Gruppe gründen könnten, wo die dann regelmäßig ausreiten. So, im Inventar platzieren. So. Hier, du müsstest eigentlich mal schlafen. So, dich muntern wir mal auf. Zalgala, huh? Orange scheint sich gut zu amüsieren, ja, wenn du singen magst. Du wurdest aber nicht runtergeschmissen, oder? Du bist freiwillig runter.
Und runtergestiegen, abgestiegen, runtergestiegen. Reit- und Charakterfähigkeit erhöhen die Bezahlung. Eigentlich könnten wir das tatsächlich mal machen, dass die halt im Moment beschäftigt sind. Oh, der hat auch Hunger. Er will doch gar nichts trinken. Was fütterst du den denn? So, was machen wir denn als nächstes mit dir? Vielleicht ein bisschen nochmal Gitarre üben? Wie kriegen wir dich denn mal dahin, dass du inspiriert bist? Mehr Gitarre spielen? Verstopfte Nase, oh je. Hast du dich irgendwo erkältet, verkühlt oder sowas? Aber das klingt doch schon mal sehr gut, was du da spielst. Orange hat begonnen, Reitstunden zu geben. Wunderschön. So, wie sieht denn bei dir aus? Du bist auch selbstsicher. Hast noch ein paar Stunden vor dir. Ja, zwei, oder? Ja, 2 Stunden. Aber inspiriert willst du davon nicht sein, ne? Wie können wir denn... Dies oder verrichte kreative Arbeit. Gut. Weißt du was? Dann mal ein bisschen was nachdenken. Nachdenken? Nachdenken? Okay. Ich wusste nicht, dass man nachdenken kann und was bezweckt das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall malt der Gute. Oder magst du malen gar nicht? Dann wäre das irgendwie nicht so gut. Und dann hoffe ich mal, dass das dich inspiriert. So. Spaß ist auch mangelhaft, aber dafür ist die Energie dann wieder ausgezeichnet. Ich denke mal, das wird er sich auch selber da sich drum kümmern, wenn er wach ist. Außerdem wollte ich ja nur auch noch mal gucken, wegen... Was ist denn jetzt? Hallo Salim, ich glaube, ich habe mich in Detlef Braun Braun verknallt. Detlef Braun? Ich wusste gar nicht, dass er existiert. Detlef Braun. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ja, ich weiß nicht. Detlef Braun. Ja, der ist doch irgendwie der Sohn von Babsi Braun, ne? Aus Sims 2. So, ausgezeichnete. Also, er verdient jetzt 10. Oh, du hast eine Gehaltserhöhung gekriegt. Sehr schön. Wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? So. Du, das hat dich überhaupt jetzt überhaupt nicht inspiriert, oder was? Richtig schön. Bitte alles ernten. Und dann düngen können wir dich wahrscheinlich nicht. Doch. Hervorragender Qualität. Möchte vorbeikommen und abhängen. Ja, gerne. Wollt ja eigentlich auch mal ins Restaurant gehen. Was ist los? Bist du traurig oder so? Sieht irgendwie fast so aus, mein Schätzelein. Was ist denn? Heul dich aus. Ja, sie ist traurig. Nibahana. Hey. Tag verschönern. Versprechen zu helfen. Ja, das können wir auch. Salim kann Sims um ein niedriges Darlehen bitten. Darlehen, meine ich. Darlehen. May pick Yimbara. Oh, your Driff. Ephedroy Yimbara. Wir können ja mal fragen, ob sie Single ist. Oh, tell a Jim Whipsy.
ob da irgendwas ansteht. Oh. Und jetzt war das auch noch peinlich, oder was? Ja, aber sie ist... Nein, bloß nicht über Familienzuwachs reden. Sie ist Single. Fragen, wie man ein Pferd bekommen kann. Nee, das... Ich meine, sie weiß das bestimmt auch, aber... Man kann ja auch ein bisschen Techtelmechtel in der Dusche machen. Was ist los? Wäre es nicht mehr zur Debatte, oder was? Dann eben normal Techtelmechtel. Wir müssen ja nicht in der Dusche sein. Wer sind Sie? Maki Dingsda-Bumster. Sie auch total gut drauf. La 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 la. Ich besuche jetzt meine. Was ist immer noch Auftrag? Ach du Scheiße. Ich dachte ja nicht, dass das so lange dauert. Ah, da stand bestimmt. Du singst ja dabei. Reitstunden gegeben. 386 haben wir verdient. Und alle Pferde waren glücklich. So, dich werden wir mal schön aufmuntern. Gut, dann solltest du dich eigentlich auch selber mal um deine Bedürfnisse kümmern. So, hier geht der Punk ab. Also Salim kann sich ja nicht beschweren, ne? Läuft alles gut. Hat keine feste Bindungen. Weiß nicht, ob der überhaupt eine haben will. Das mit den Techtelmechteln. Also ich finde das richtig genial, dass man ein Glas Wasser geben. Sag mal, du musst aufs Klo, Junge. Wo seid ihr denn überhaupt? Anstatt, dass die direkt nach Hause kommen. Nö. Warum auch? Nein, geh nicht weg. Warte, nein. Das muss jetzt Vorrang haben, kurz. Dich werden wir begrüßen. Na hopp. Oje, das wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen Hunger stillen. So, wie geht's dir denn so? Eigentlich ganz gut, ne? So, ich habe gesehen, du hast eine Schnitterblume wieder eingesammelt. Das heißt, da könnten wir doch nochmal Schnitterblumen anpflanzen. Es wird halt ein bisschen dauern, bis wir das zusammen haben. Weil ich möchte ja auf jeden Fall genügend Schnitterblumen dann auch kriegen. So, düngen. Normaler Qualität. Du hattest doch eigentlich auch hervorragend, oder? Und gießen auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es läuft, oder? Also, richtig gut. Und dann irgendwann wird die halt auch groß genug sein. Ach ja. Oh Mann. Alter, dass die nicht mal schneller laufen können. Ich glaube, ich muss hier vorne mal eine Toilette hinstellen oder so. So, kurz mal Hallo sagen. Und dann bitte geh aufs Klo. Weiter durchgehen. Na, lob! Ja, dann geh doch. Nicht winken. Ich hab dir gesagt, dass du dich blamierst vor der guten. Oh, ziemlich kompatibel. Was bedeutet das? Basierend auf ihren Präferenzen sind diese Sims ziemlich inkompatibel.
Okay. Naja, soll's geben. Muss man akzeptieren. Manchmal funktioniert's dann halt trotzdem und manchmal halt dann nicht. Duda? Was? Wer beschwert sich hier denn noch? Och Mann! Oh, was soll denn das? Warum schmeißt du meine Toilette um? Was ist denn los? Immer parodieren. Polizistenwitz. Nach Karriere fragen. Versuchen zu beruhigen. Ich verstehe nicht, warum die dann zu mir nach Hause kommen. Die haben bei sich auch zu Hause eine Mülltonne stehen. Und ich habe gerade gesehen, ich bin schon wieder drüber, über der Zeit. Oh Mann. Aber es macht halt auch Spaß zu spielen. Und dann vergesse ich die Zeit und dann macht man das noch und das noch und das noch und dies und jenes. Und dann kam ja die gute Claire. Du heißt doch Claire. Ja, genau. Clara, sorry. Kein Wunder, dass sie dann meine Mülltonne umschmeißt, wenn ich noch nicht mal ihren Namen mehr merken kann. Und die kennen wir jetzt auch schon länger. Auf jeden Fall kam die Clara vorbei und dann hat sie die Mülltonne umgeschmissen. Und dann war das wieder so ein Ereignis, was dann das Video noch länger machen lässt. Nun gut. Ja, nächste Woche geht's hier dann an der Stelle weiter. Lange dauert es dann nicht mehr. Dann werden die Pferde groß, die kleinen Fohlen. Oh, ich freue mich schon. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und tschüss.